Recht herzlich willkommen zur 17. Folge von Grand Ages Medieval. Letztes Mal hatten wir einen, sag schon, Siedler in Auftrag gegeben. Der sollte zusehen, dass er hier in Sofia kommt. Wie weit ist er? Gasthaus. Oh, der ist schon bald fertig. Okay, dann wollen wir mal schauen, dass das was wird. Dann müssen wir da wieder beschließen, sonst bleibt das Spiel ja stehen im Menü. Das sehen wir dann hier oben, wenn er da ist. Hier war Feuerbaut, ob es ein Siedler, genau. So, den würde ich dann hier oben irgendwo hinschicken. Da ist er auch schon. Ja, ich schicke den erstmal hier hin. Wir wandern los, okay. Habe ich da nicht schon mal erkundet? Ich glaube, da war ich wegen dem da oben schon mal, aber wir werden es trotzdem dahin bauen, wegen dem Radius alleine, ne? Wir wandern los. Gucken wir mal, was da alles so gibt. Bin ich jetzt da hingegangen? In diese Senke. Da gibt's aber auch gar nichts, außer Honig, Gras ein bisschen. Da war jetzt schon eine bessere Stelle gerade. Das klingt gut. Hilfe! Ah. Das sind feindliche Truppen. Ah, die laufen jetzt da erst bis zu der Stadt, ne? Und dann gehen sie wieder weiter. Also los! Ja, also los. Ich weiß gar nicht, oben ging es glaube ich nicht mehr weiter, oder? Guck, was haben wir hier? Salz, hatten wir woanders schon mal Salz? Ich glaube, nicht wirklich, oder? Also los! Und die Grenze ist da gar nicht erreicht. Das klingt gut. Weiter nördlich geht's auch noch. Nicht schlecht. Der Zielort ist so weit entfernt, okay. Hier geht's nicht zu bauen. Also los! Okay, da geht's auch nicht. Wir wandern los. Da ist ein Fluss. Auf dem Weg. Okay. Das klingt gut. Das klingt gut, Rod. Da geht's nicht weiter. Das klingt gut. Nicht schlecht. Gut. Hier müssen wir mal gerade gucken. Da war eine Stelle, wo ich gesagt hätte, ja, da haben wir Felle, da haben wir Salz. Also los! Da. Ich glaube, das machen wir. Da gründen wir die Stadt. Tschernowitz, auch interessant. Ein schönes Land. Gut. Ich habe neuen Rang erreicht, Großkaufmann. Okay. 3 Entwicklungspunkte und maximale Anzahl Truppen 10. Gut, wir sind 4. Das heißt, wir brauchen noch 3 Stellen. Auch schön. Das heißt, wir müssen verdammt viele Städte machen, damit das was wird, oder was? 3, 6. Du glaubst es nicht. Okay. So, da müssen wir auf jeden Fall jetzt hin. Mit einem Händler. Das ist natürlich eine ganz schöne Ecke von da bis nach da, ne? War vielleicht nicht die beste Idee. Aber da ist die andere Stadt vielleicht näher. Odessa? Können wir denn auch zwischen diesen zwei Städten handeln? Aber auf jeden Fall würde ich hier eine Straße bauen. Haben wir keinen Bautrupp? Ach, der ist bestimmt beschäftigt hier noch, ne? Bei dem findet man natürlich Rohstoffe. Das ist schlecht.
Das brechen wir jetzt mal ab, würde ich sagen, oder? Weil da geht's ja jetzt auch nicht voran. Oh, abbrechen. Ja. Und dann würde ich sagen, Straße festlegen. Von dort nach dort. Transitabkommen benötigt. Das würde gehen nach Constanta. Ja, lass die mal bauen, egal Sieht wie. gut aus. Das bringt's auf jeden Fall. Ach, das ist schon fertig dann, oder was? Okay, warte mal, das ist glaub aber. Nee, doch nicht. Na, lass sie erstmal hier bauen weiter. Hände aus den Taschen! Wollen wir hoffen, dass das hier mit den Werkzeugen. Die fehlen ja immer noch dann. Was fehlt hier? Bauwaren fehlen. Welche denn bitteschön? Also Fischer haben wir, die werden nicht verhungern. Tierfarm, Weberei, Bäckerei und Werkstatt. Ich denke, wir sollten die Werkstatt ausbauen. Und da wird schon schwierig mit den Werkzeugen. Wenn wir keine Werkstatt haben, kriegen wir auch keine Werkzeuge. Haben wir hier eine Werkstatt? Nicht wirklich, ne? Haben wir überhaupt irgendwo eine Werkstatt? Nicht wirklich. Was ist hier? Da sind Werkzeuge, okay, aber doch Überproduktion. Die müssen dann natürlich transportiert werden. So, dafür brauchen wir wieder einen Händler. Ich baue den einfach mal hier. Anwerben. Weil die Stadt da oben muss ja jetzt auch angebunden werden. Ich glaube, wir binden die von da nach da an, ne? Wie wäre das denn mit einem Weg bauen von dort nach dort? Ja, das können wir auch da lang laufen. Da hat's gedingelt. Gut, das heißt, dass so, die brauchen wir nicht mehr, die sollen da mal stehen bleiben. Da muss es nur irgendwann Rohstoffe geben. Da geht es jetzt gerade ein bisschen runter. Was ist da? Überproduktion, das ist nicht schlimm. Und dort haben wir hier Überproduktion und da auch. Das ist also auch nicht schlimm. Dafür den Bauwaren. Baukosten, da fehlen 42 Werkzeuge, okay. Da läuft auf jeden Fall das Erste, was wir brauchen. Bauwaren fehlen. Werkstatt fehlen, Bauwaren, aber alle Bauwaren fehlen, na okay. 30, 60, 30. Der Händler ist ja gerade gekommen. Ich habe die falschen Zahlen gerade eben angeguckt, ne? Kann das sein? Ich muss 1224 angucken. Ich glaube, das ist mehr geworden. Kann mich aber auch täuschen. Wir können jetzt aber nochmal reingucken, wo der Händler weg ist, ne? Ah, ne, der war doch da. Das heißt, uns fehlen nur noch die Werkzeuge. Und die finden wir, wie gesagt, nur hier rechts. Und der Handel blüht damit wahrscheinlich, ne? Metallwaren. Preise. Bestand in der Stadt sind 339. Der hat was mit, das. Da ist noch ein Händler in der Stadt.
Was bringt der durch die Gegend? Keine Ahnung. Der fährt auf jeden Fall nach Odessa. Ja, und da müssen wir mal gucken, ob der die Werkzeuge auch mitnimmt, die da im Angebot sind, ne? Was macht der denn? Nichts mitbringen, was wir brauchen. Gucken wir den an. 10, 20 und 70. Und der nimmt 14 mal gerade mit. Hm. Tja. Guten Einstellungen. Okay, Ausgleichproduktion, keine Ahnung. Lassen wir mal so, denke ich. Die haben Überproduktion, die auch. Die haben 63 Werkzeuge hier. Und dann kommt der mit seinen 14 dazu. Dann müssten wir ja 77 haben, ne? Was passiert dann mit den 77? So, wenn die hier weg sind, was jetzt gerade passiert ist, dann müssen wir gerade einmal hier reingucken, was da ist. 72 sind es, okay. Aber die sind wohl handelbar, oder? Ist die Frage, ob der die mitnimmt. Macht er gar nicht. Die brauchten die doch, oder? Da fehlen noch die 30. Sehr geringes Angebot, ja, wofür das hier gut ist, weiß ich jetzt nicht. So, erstmal egal. Mir wäre wichtig, Warenverfügbarkeit entlang der Route. Ja, die sind auch da, aber... Tja, aber wir haben doch schon wieder einen Händler da. Jetzt machen wir das doch ganz einfach mal so, dass wir dem Händler... sagen, die Stadt und die Stadt. Soll er mal rüber transportieren, oder? Die Reise aktivieren beginnt. Und dann gucken wir uns das mal an, oder? Ja, der geht jetzt natürlich einen tollen Weg da lang. Aber ist gerade so. Das müsste der ja eigentlich sein, oder? Ne, ist er nicht. Iwika ist er auch nicht. Also der ist da in der Stadt, aber wenn der das ist... Doch, der ist das. 40 Werkzeuge nimmt er mit, das heißt, da geht's auch gleich rund. Das ist doch schön. Und mit den 40 Werkzeugen produzieren wir hier in der Werkstatt weiteres. Okay. Jetzt ist hier aber kein Händler unterwegs, ne? Da gibt es einen Aufschwung, aber wir brauchen noch einen Händler, oder? Können wir den auch hier bauen? Ne, da gibt es keinen Gasthof. Dann lass uns den Gasthof erstmal hier nehmen und da noch einen Händler machen. Wärmen wir den noch an. Und Limit erreicht. Super. Okay.
Sie, Rattenplage haben die. Und Überproduktion. Ja. Entwicklung können wir erstmal noch machen. Infrastruktur. Jetzt müssen wir mal genau gucken, was wir hier machen. Ah. Das sollten wir vielleicht nehmen. Was ist hier? Lagertechnik? Nee, nicht so wirklich. Ist so dafür sinnvoll, Arbeitskraft von einer Stadt zu einer anderen. Okay, das ist natürlich eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir müssen da erstmal gucken. Militärakademie. Das kommt also erst später. Ja, irgendwann brauchen wir das auch, aber ich glaube, wir sind jetzt erstmal mit der Infrastruktur besser bedient. Und zwar ermöglichen Städten den Bau des Bauhofes, der alle Bauvorhaben beschleunigt und den Bau einer Stadtmauer ermöglicht. Lagertechnik ermöglicht den Bau von Depots und den Städten Waren für den Weiterverkauf festlegen zu können. Okay. Siedlungsbau. Okay, 5 Betriebe erhöht. Ja, definitiv machen wir den. Und dann gucken wir weiter, was dabei noch kommt. Straßenbau. Da werden die Straßen schneller. Okay, und hier? Kirchen und Moscheen. Ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, brauchen wir, ne? Das wäre schon interessanter dann. Siedler benötigen zusätzliche Bauwaren. Diese werden neuen Städten nach der Gründung zur Verfügung gestellt. Das hört sich gut an, ne? Ich glaube, wir machen den dann noch. Dann können wir nämlich den noch machen. Gut. Und das letzte wäre dann der Bau der ersten Hauptgebäudes in der neuen Gründung der Stadt wird enorm beschleunigt. Okay, das können wir jetzt noch nicht, weil wir keine Punkte mehr haben. Aber das ist schon mal eine große Errungenschaft. Gut, aber das werden wir erstmal bei dem einen belassen. Der bringt jetzt die Werkzeuge erstmal dahin. Das ist gut so. Der hat den Fisch mitgenommen. Und der liefert die Werkzeuge ab. So, das ist abgeliefert. Das heißt, hier dürfen die Werkstoffe jetzt nicht mehr fehlen, was es auch nicht tut. Genauso ist es. Wieso fehlen da Bauwaren? Haben wir doch jetzt. Müssen wir das erst freilassen, ne? Ah, guck mal. Die Bauarbeiter hier können auch bauen. Haben wir auch alles. Wunderbar. Und das ist jetzt auch weg. Das dauert nur einen Moment. Fürs nächste fehlt uns dann was. Aber das ist jetzt nicht spielentscheidend. Wir müssen jetzt gucken, dass wir diese Stadt dann noch voranbringen. Da geht ja nichts, ne? Gut. Ich würde aber sagen, wir lassen das erstmal hier so sein. Gucken gerade noch rein, wie weit wir hier sind. Oh, fast nix. Das müssen wir dann noch anspornen, dass es besser geht. Aber das kriegen wir ja jetzt. Wir müssen schauen, dass wir nächstes Mal einen Händler woanders lang laufen lassen. Den Bautrupp, den lassen wir gerade noch hier oben wirtschaften. Dann haben die was zu tun.
Hände aus den Taschen. Die laufen da jetzt hin. Gut, wunderbar. Dann wird die Straße da auch verbessert. Danach müssen wir diese Stadt dann voranbringen. Das machen wir in der nächsten Folge. Shit, jetzt laufen die wieder weg, die Bautruppen da. Das ist ganz schlecht. Gut, wir ziehen los. Die laufen jetzt da oben einmal lang. Nicht sie weg! Oh. Wie kriegt die denn hier hin? Gar nicht. Dann müssen sie auf da lang. Auf Wanderschaft. Laufen. Geht mal gerade da lang. Zeigt den lang. Weg. So, und dann würde ich sagen, müssten sie das Ziel ja jetzt diesmal erreichen können, oder? Packen wir es an! Gut. So, sollte funktionieren. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.